Sehr, sehr lecker. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich euch drei österreichische oder Wiener Spezialitäten vorstellen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Ich mache. Der Schnelltipp. Es gibt eine natürliche Ordnung, wie wir Grammatik erwerben. Nicht lernen, erwerben. Das heißt, wenn ich ganz viel Deutsch lese und höre, erwerbe ich die Grammatik, aber es passiert in einer gewissen Ordnung. Ja? Erst lerne ich die eine Grammatikregel, dann die andere, dann die nächste und diese Ordnung ist immer ungefähr dieselbe bei jedem Menschen, der Deutsch lernt. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du dir nicht allzu viel Gedanken darüber machst, dass du jetzt eine bestimmte Regel noch nicht erworben hast. Ja? Das kommt mit der Zeit. Ja, wenn du mehr und mehr Deutsch liest und hörst, dann wirst du immer mehr Regeln erwerben. Ja, aber das basiert auf einer natürlichen Ordnung. Und egal, wie sehr du es vielleicht wollen magst, du kannst keine Schritte überspringen. Beim Grammatiklernen ist das etwas anderes, aber das hat etwas damit zu tun, was du bewusst machst, wie du deine eigene Sprache überprüfst. Ja, ich liebe Lebensmittel, ich esse sehr gerne und ein Freund von mir ist gerade in Wien. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video über Wien. Ich war selbst 2012, 2013 dort und es gibt dort ganz viele leckere Lebensmittel. Drei davon möchte ich euch heute vorstellen. Die erste Spezialität aus Wien ist Sturm. Sturm? Ist das nicht etwas anderes? Du hast das Wort Sturm vielleicht schon einmal gehört beim Deutschlernen. Sturm heißt, dass ein ganz starker Wind weht. Aber in Österreich kann Sturm auch etwas anderes bezeichnen. Als Sturm wird dort neuer Wein bezeichnet, der noch gärt. Ja? Also Wein, der noch nicht ganz fertig ist. Und deswegen ist dieser Wein, dieser Sturm, auch sehr süß und sehr lecker. Man kann Sturm zum Beispiel beim Heurigen trinken. Ein Heuriger ist ein Lokal, wo Wein oder eben Sturm ausgeschenkt wird. Die zweite Delikatesse, die zweite Spezialität aus Wien ist natürlich das Wiener Schnitzel. Und das Wiener Schnitzel ist paniertes Kalbfleisch. Ja? Was ist ein Kalb? Ein Kalb ist ein junges Rind. Das Wort Rind hast du vielleicht auch noch nicht gehört, aber du hast vielleicht das Wort Kuh schon einmal gehört. Ja, ein Rind ist entweder, wenn es weiblich ist, eine Kuh oder wenn es männlich ist, ein Stier. Ja, und aus jungen Rindern, aus einem Kalb wird das Wiener Schnitzel hergestellt. Und es schmeckt sehr, sehr lecker.
Es wird meist mit Zitrone serviert und dann quetscht man die Zitrone auf dem Wiener Schnitzel aus und es schmeckt vorzüglich. Die dritte Spezialität aus Wien ist die Sachertorte. Ja? Die Sachertorte. Die Sachertorte ist eine Schokoladentorte mit Marmelade. Ja? Und dazu gibt es meistens Schlagsahne, aber in Österreich würde man nicht Schlagsahne sagen, sondern man sagt Schlagobers. Ja? Und wenn du jemals in Wien bist, dann probier doch mal diese Leckereien aus und geh auch mal zum Naschmarkt. Ja? Das ist ein großer Markt, wo es alle möglichen Lebensmittel gibt. Ja, ich werde noch ein Video machen, falls ihr wollt, über Wien und über die Sehenswürdigkeiten sprechen. Aber dies waren die drei Spezialitäten, an die ich mich am meisten erinnere und die ich am leckersten fand. Guten Appetit und wie immer bis morgen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gefallen dir diese Videos? Inspirieren dich diese Videos? Hast du das Gefühl, dass dies eine tolle Art ist, Deutsch zu lernen? Wie viel sind dir diese Videos in deinem Leben wert? Ich brauche deine Unterstützung, denn ich habe seit fast einem Jahr meine Zeit, fast immer Vollzeit, und meine eigenen Ersparnisse in dieses Projekt investiert. Und jetzt sieht es danach aus, dass mir das Geld ausgeht. Ja, mir geht das Geld aus. Ich kann diese Videos nur noch dieses Jahr machen. Es sei denn, du folgst diesem Link und wirst ein Unterstützer auf Patreon. Ich brauche deine Unterstützung. Und mit deiner Unterstützung werden diese Videos über mehrere Jahre existieren. Und ich denke, es wird total fantastisch. Ja? Also mit deiner Hilfe können wir hier etwas richtig Großes, etwas richtig Tolles schaffen. Vielen Dank im Voraus. Tschüss und bis morgen.